Moin, moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transport Fever. Letzte Folge haben wir irgendwie wenig Städte ein bisschen mit Bussen versorgt, haben ja auch gleich die Eisenbahn da erstmal hingeführt. Ne, hierher. Die Eisenbahn fährt ja jetzt hier lang, neuerdings, aber das interessiert ja scheinbar noch niemanden. Schade. Schade, schade, schade. Aber doch hier, doch, da, da. Aber am Sportplatz ist natürlich absoluter Bullshit. Wir machen natürlich schön Bahnhof draus. Ich hätte ja gesagt, wir verdoppeln einfach mal hier die ganzen Fahrzeuge. Oder zumindest 4 können wir erstmal hinzufügen. Und dann holen wir die mal dazu. Und dann fährt die ein bisschen mehr. Und dann haben wir vielleicht am Ende auch ein bisschen mehr davon. Oh, wow. Es gibt einfach Leute. Okay. Ja. Das lohnt sich richtig. Weißt du, ich steig auch immer im Bus, einfach nur um die durch die Wendeschleife zu fahren. In der Tat. Oh Gott. Alter, was hat denn der schon für Xenon-Scheinwerfer? Hier gibt's ja gar nicht. Alter, sind die Grill. Oh. Das sieht aber hart elektrisch aus. Weißt du, hier haben wir zwar alles, was wir fürs Baumaterial brauchen, aber die wollen das nicht. Ey, komm schon. Ist ja eine Verarsche hier. Dann nutzen wir mal unser Geld und versuchen hier mal irgendwie einen Bahnhof reinzuquetschen. Warte mal, ich mach mal hier folgendes. Ich mach mal diese Straße hier weg. Pausieren mal, bevor die das hier alles wieder zubauen. Hier darf ich ja. Weißt du, ich bin ein bisschen irritiert. Ich traue mich nicht zu pausieren, weil wir momentan bin ich so privat gerade mit zwei Leuten hier am Spielen, so ein Privatspielstand. Was ist denn das? Warum krieg ich denn hier bitte Cargo Platforms? Willst du. Hä? Okay. Ja, bin ich da gerade so. Warum kriegen wir das hier alles schon? Also, da bin ich halt gerade so am Spielen. Wir haben gerade so einen Spielstand, so einen gemeinsamen. Naja, gemeinsam kann man es nicht wirklich nennen, aber. Jedenfalls, wir haben halt gerade einen Spielstand und da spielen wir. Hat sich halt jeder mit demselben Seed und so weiter, hat sich halt einen Spielstand erstellt. Und da ist es halt eben verboten zu pausieren. Weißt du, weil das ja sonst einen zeitlichen Vorteil bietet. Und deswegen traue ich mich gar nicht mehr. Ja, dabei hier darf ich ja. Wir sind ja, hier seid ja nur ihr und ich und. Wow. So. Und World of Warcraft. Tja, sonst bauen wir halt einfach so weit, wie es halt geht. Ah, und hier wird's scheitern. Siehst du? Weil es arschteuer ist, diese Gebäude einzureißen. Was ja auch nicht unbedingt falsch ist, ist ja auch so. Ich meine, Deutsche Bahn muss ja auch irgendwie monströse Beträge gezahlt haben, um irgendwie. Ja, die müssen ja auch monströse Beträge bezahlt haben, um eben an die ganzen Grundstücksrechte ranzukommen, ne? Ganz genau 90. Und so eng wie möglich, genau. So, und diese Straße. I. 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 Was ist denn hier passiert? Eher nicht, nee. So, 90, was auch immer er gerade eben konstruieren wollte, aber Transport Fever tendiert ja gerne zu irgendwelchen hirnrissigen Konstrukten. Okay, warte, ich versuche mal von hier ein bisschen gegenzusteuern. So, dann schicken wir den mal hier entlang und den dort entlang. Ey, komm! Nee, also 170 ist überschätzt so viel. Ach komm, scheiß drauf, komm. Jetzt reicht's. Du fährst jetzt hier. Das bauen wir vielleicht nochmal ein andermal nochmal richtig um. Okay, dann machen wir folgendes. So, kurz Geld. Gib her. Und dann hier auch nochmal, weil wir müssen jetzt hier ein bisschen Schlenker fahren. Ich möchte halt erstmal nicht, dass er sich so riesig durch die Landschaft bohrt. Das finde ich halt auch wieder hässlich. Warte, das heißt, er fährt dann. Oh Gott! Ja, also das hier wird lustig, glaube ich. Haben wir jetzt einfach 1 Million geliehen und daraus haben wir uns da jetzt einen größeren Zug gekauft. Gut. Und er fährt jetzt hier ein Stück weiter, genau. Aber warte mal, da muss ich nochmal eine Kleinigkeit an der Linie ändern, weil das hier führt zu Chaos. Das heißt, die zweite Runde Pfaffenweiler geht bitte auf das Gleis. Dankeschön. Ich muss dringend nochmal dafür sorgen, dass hier ein paar Busse langfahren, damit wir auch wirklich das Fahrgastaufkommen optimieren und zusätzlich noch ein paar mehr Einnahmen bekommen. Schließlich kriegen wir auch Geld dafür, dass wir die mit dem Bus zum Bahnhof bringen. Och, weißt du, sieht doch ganz nett aus hier. So. Gut.
Und dann holen wir uns mal wie viele Busse? Ich nehme mal den Postbus, der ist halt. Oh, wobei. Nehmen wir mal La Besante. Innovativ durch die Gegend fahren. Gut, dann nehmen wir uns einmal eine neue Linie und die fährt dann einmal von hier hinten über den und den und den und den und den. Und diese Haltestelle benennen wir unbedingt um zu Bahnhof. So, und dann fährt er hier seine Runden. Und bringt die Leute dann eben zum Bahnhof. 111 wollen nach Zippelsförde. Boah. Ja, ich glaube, ich muss da dringend nochmal wieder nachlegen. So verschieden es war, der Bahnhof ist. Guck mal, der Bahnhof ist zu kurz. 120 Meter sind zu wenig. Ein Tier, welches gerade einfach über die Straße läuft. Super. Warte, wie nennen wir es denn mal? Der Bär heißt jetzt Bernd. Okay. Legen wir den so lang, dann fährt der Güterzug nämlich hier rüber. Gut, ja, haben wir jetzt hier hinten nochmal ein Signal am besten. So mal hier so eins. Es darf aber kein Einbahnsignal sein, das haben wir ein Problem. Das machen wir dann hier einmal ein Signal hin. Und das Einzige, was hier dran Einbahnsignal sein darf, das ist dann eben dieses hier. Das hier darf Einbahn sein und das hier darf auch Einbahn sein. So. Dann brauchen wir das Signal eigentlich nicht mehr. Gut, dann mache ich hier nochmal ein Vorsignal. Das kommt dann so hier so hin. Dann machen wir hier einfach nochmal, weil wir es können. Eigentlich brauchen wir es nicht, aber einfach nur, weil wir es können, machen wir hier nochmal kurz ein Signal rein. Setzen wir hier einmal einen ordentlichen Zug ein. Was können denn die Wagen? Dann nehme ich den stärksten in der Geschwindigkeitsklasse. Weil die können 7 packen, weil die größte war. Warte mal, wir müssen Steine transportieren. Das brauchen wir hier. Und wir müssen. Okay, die fahren 50. Pass mal auf, weil das Verhältnis so passen würde. Wobei. Mal irgendwas, was mehr packt. Okay, über 7 kommen wir gerade nicht, wie es aussieht. Ja, okay, also erstmal. Okay, also die fahren alle 50. Gut, dann schaue ich schon mal nach einer der stärksten Lokomotive, die 50 packt. 240. 284, okay, 190, 330, 140, 60, 66, 70, warte mal, 284, das klingt ja mal interessant. Dann nehmen wir das. Und dann holen wir uns nochmal ein paar Frachtwaggons. Müssen wir erstmal einfahren lassen, so, Moment. Es wird halt sehr teuer, schätze ich mal. Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Geht das? Das geht. Wir können sogar noch länger werden. Das ist gut. 11, 12. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Geht das noch? Ja, vielleicht können wir sogar auf 13 gehen. Oder 14. Wir müssen, wenn, mit geraden Zahlen arbeiten. Ein, zwei. Aber ich glaube, das wird nicht mehr passen. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Doch, das passt sogar noch. Sehr schön. Wie sich der Güterzug macht, das finden wir in der nächsten Folge raus. Deswegen danke fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal und ciao!